Sie haben sich schon öfters über die komplizierte Einrichtung von IO-Link-Geräten in einem Profinet-Device geärgert. Dann haben wir jetzt von der IFM die richtige Lösung für Sie, damit Sie da wesentlich schneller zum Ziel kommen wie bisher. Mein Kollege Daniel Zahn und ich, Kai Bürger, werden Ihnen diese Lösung jetzt näher erklären und anhand eines Beispiels präsentieren. Zuerst einmal gehen wir noch mal kurz auf ein, zwei Folien ein, um noch mal Sie abzuholen, um was es sich genau handelt. Wir sprechen also hier von der GSDML-Parametrierung, womit die Geräteparameter recht einfach einzustellen und auch zu vervielfältigen sind. Noch einmal kurz für die Unwissenden, wofür steht GSDML? GSDML steht für Generic Station Description Markup Language und ist im Prinzip der Treiber für das Profinet-Gerät und in unserem Fall für die IO-Link Master Gateways. Wir haben eine Lösung entwickelt, womit die GSDML-Datei über sogenannte Subslots mit den IO-Link-Device-Parametern erweitert werden kann. Bis jetzt war das immer relativ unflexibel. Es gab keine zeitnahe Verfügbarkeit. Sie konnten einen Dienstleister damit beauftragen, Ihnen diese Dateien zu erstellen. Oder Sie sind halt den recht komplizierten Weg gegangen, das Ganze halt über Ihre Bits und Bytes zu parametrieren. Und die AFM bietet Ihnen jetzt die Möglichkeit, das alles selber zu tun und diese Subslots selber zu erstellen. Was bedeutet das, wenn wir über die Artikel sprechen? Dann haben wir einmal unser Produkt Moneo Configure SA, steht für Standalone, oder den Moneo Configure in Bezug auf unser großes Moneo OS mit Moneo RTM plus Moneo Configure PLC Tools. Das ist das erste Add-on, was wir jetzt für den Moneo Configure anbieten werden und beinhaltet diesen GSDML-Generator. Dazu brauchen Sie natürlich noch den passenden IO-Link Master und das ist in dem Fall ein Master aus der IFM AL1400er Serie, die genau für diese Funktionalität vorbereitet sind. Ich werde jetzt einmal in das Tool springen, Moneo Configure, um Ihnen live zu demonstrieren, wie Sie diese Parametrierung jetzt vornehmen können. Sie sehen jetzt hier die IODD-Auswahl, das IODD-Management des Moneo Configures. Dort wählen wir jetzt einen bestimmten Sensor aus, in dem Fall ist es ein Drucksensor von der IFM. Wir nehmen hier den PN7599. Klicken da einmal drauf, die IODD wird geladen. Und jetzt können wir diesen Sensor von den Parameterdaten her so anpassen, wie gewünscht. Zum Beispiel den Application Specific Tag, damit wir diese IODD nachher auch dementsprechend wiederfinden. Dann möchten wir das Display gerne noch ändern, dass es nicht in Rot, sondern in Grün die Werte anzeigt. Und verändern hier noch einmal einen Schaltpunkt und speichern die Datei unter einem ausgewählten Namen wieder ab, in dem Fall mit der Ergänzung Green. Parameterdatensatz ist gespeichert und dann sehen wir hier einmal ein Parameterdatensatz mit dem grünen Display, einmal mit der Einstellung rot. Es könnten jetzt auch andere Parametersätze hier gespeichert sein und es muss auch tatsächlich kein IFM-Gerät sein. Wir sind da relativ offen, also herstellerübergreifend. Das bedeutet, auch von anderen Herstellern kompatible IO-Link-Geräte können hier parametriert werden und natürlich auch in einen Subslot einer GSDML integriert werden. Wenn wir diesen Parameterdatensatz wieder geladen haben, klicken wir oben auf das Dashboard-Symbol und nach erfolgter Lizenzierung des Add-ons PLC-Tools erscheint hier oben der Reiter GSDML-Management. Und wenn wir da jetzt draufklicken, können wir unter Load GSDML-File unsere GSDML-Datei laden und dann wird uns direkt angezeigt, dass hier bereits mehrere Submodule schon erstellt worden sind. Ich habe hier in dem Fall sogar schon mal ein PN7599 mit der Einstellung Green hinterlegt gehabt. Das ist aber kein Problem, da ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, was ich dort genau eingestellt habe, kann ich den dementsprechend rauslöschen. Jetzt haben wir hier das neue Submodul dementsprechend schon automatisch angelegt und jetzt kann ich mir die Parameter auswählen, die ich jetzt auch gerne in diesem Submodul gespeichert haben möchte. Ich muss also nicht alle Parameter nehmen, sondern ich kann mir spezifische Parameter auswählen, damit ich nachher auch nicht diesen Wust habe an einer großen Parameterübersicht im TIA-Portal.
Die Anzahl der Geräte, die ich jetzt als Submodule dort einfüge, ist auch nicht limitiert. Ich kann also beliebig viele IO-Link-Geräte hier als Submodule hinterlegen. Einzig und allein ist die Parameteranzahl durch den limitierten Speicherplatz halt begrenzt. Das bedeutet, wir haben insgesamt 384 Byte, die pro Gerät, pro Subslot zur Verfügung stehen. Und es wird auch hier angezeigt, jeweils wie viele Byte noch übrig sind und wie viele Bytes mittlerweile schon verbraucht sind, sowie alle Parameter, die ich schon bereits ausgewählt habe. Müssen wir natürlich unsere Farbe des Displays noch mit auswählen. Und dann bin ich mit meiner Parameterauswahl fertig und speichere das GSDML-File. Und dann kommt ein sehr wichtiger Hinweis, dass die GSDML-Datei jetzt normalerweise nochmal eine neue Zertifizierung benötigt von der PNO. Das ist ein Kann, kein Muss. Sie können diese Datei natürlich gerne auch zertifizieren lassen. Sie können uns auch gerne kontaktieren, um diese Datei zertifizieren zu lassen. Das hat aber mit der Funktion der Datei an sich nichts zu tun, weil sie in der Software einmal einen Prüfungsprozess durchläuft, sodass garantiert ist, dass diese Datei auch funktioniert. Das bestätigen wir einmal mit OK. Und dann kann ich die Datei speichern. Und hier ist auch nochmal sehr wichtig zu wissen, dass die Datei, also der Dateiname, nicht unbedingt verändert werden sollte. Sie können den Dateinamen natürlich anpassen, aber da das TIA-Portal ein wenig eigen ist, was Dateibenamungen angeht, sollte man den Namen am besten so lassen, wie er einem vorgeschlagen wird. Dann speichern wir die Datei einmal. Und dann übergebe ich an meinen Kollegen Daniel Zahn, der Sie jetzt durch den Importvorgang und die Einstellungen im TIA-Portal leitet. Danke, Kai. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das Ganze im TIA-Portal funktioniert. Dazu wechsle ich zu meiner virtuellen Maschine. Wechsel zu TIA-Portal. So. Das ist TIA-Portal, wie Sie wahrscheinlich wissen. Unter Extras, Gerätebeschreibungsdateien verwalten, können wir diese Datei jetzt installieren. Ich habe diese auf den Desktop gelegt und hier finden wir die Datei, die Herr Bürger gerade erstellt hat. Ich habe das bereits im Vorfeld getan, weil bei TIA-Portal eine Installation auch immer ein bisschen Zeit mit sich bringt. So, wenn wir uns dann mal den Gerätekatalog von TIA-Portal anschauen, können wir hier den AL1402 auswählen. Und hier sehen wir die Versionalisierung der GSDML-Datei. Und hier finden wir die gleiche GSDML-Datei wieder, die der Herr Bürger gerade erstellt hat. Diese habe ich bereits schon hier reingezogen. Mit einem Doppelklick kann ich die Geräteübersicht öffnen und kann dann die einzelnen Slots parametrieren, so wie ich die benötige. Auf der rechten Seite sehen wir dann den Hardware-Katalog zu dieser GSDML-Datei und hier finden wir unter IO-Link Devices jetzt die Geräte, die wir gerade in Moneo importiert haben, mit den jeweiligen Parametern, die dazugehören. In unserem Fall ziehe ich jetzt mal den LR2750 hier rein. Ziehe den PN7599 in grün auf Port 7 und den 7599 mit dem roten Display auf Port 8. Dazu haben wir noch ein Sync-Top, was ein Fremdgerät darstellen soll und auch die Kompatibilität von herstellerübergreifenden IO-Link-Geräten. Hierzu ist noch wichtig zu sagen, wenn wir den IO-Link-Master mit der GSDML-Parametrierung nutzen, dann haben wir im Vergleich zu den generischen Submodulen, die hier aufgelistet sind mit 1, 2, 4, 8, 16 und 32 Byte, können wir, wenn es Geräte gibt, die jetzt zum Beispiel mit 6 Byte Prozessdaten versehen sind, sparen wir uns die 2 Byte, die verschwendet werden im Vergleich zu den generischen Daten. Dazu kommt die Parameter, die wir jetzt für den jeweiligen Subslot zur Verfügung haben, können wir dann
in den Geräteparametern unter Eigenschaften sehen. Und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel für den Slot Port 7, wo wir den PN7599 angeschlossen haben, in grün, sehen wir die ausgewählten Parameter, die aus der GSDML-Datei kommen. Schauen wir uns mal den Parameter für die Farbe an. Steht er hier auf grün im Vergleich zu Port 8. Dort finden wir diesen Parameter auf rot. Das wäre auch möglich, es hier in TIA-Portal nochmal umzustellen, je nachdem, wie der Kunde das benötigt. Das Ganze laden wir jetzt so in die Steuerung und sehen dann an der Live-Demonstration, dass es auch so funktioniert, wie wir es erwarten. So, dann wollen wir mal zur Live-Demonstration kommen. Hier sehen wir die drei Ports, wie wir die parametriert haben vorher in TIA-Portal. Und hier haben wir ein PN7599. Auf der linken Seite, sprich an Port 7, haben wir das Display auf grün gestellt. Wenn wir den jetzt hier anschließen, ist das Display grün. Es kann natürlich sein, dass es vorher auch schon der Fall war. Deswegen zeige ich Ihnen das jetzt, wie es auf Port 8 aussieht. Da ist das Display auf rot. Da werden die Parameter heruntergeschrieben und auch die Displayfarbe. Switchen wir nochmal zurück zu Port 7. Da werden die Parameter von Port 7 heruntergeschrieben und auch das Display auf grün. Hier haben wir einen Sensor, den LR2750. Da ist es wichtig, dass er vorher ein Medium eingestellt bekommt und die Länge des Messstabs. Ansonsten geht er in einen Fehlerzustand und kommuniziert nicht. Das Ganze haben wir beseitigt mit den Parametern, die wir in TIA-Portal eingestellt haben, so dass der Sensor direkt in Kommunikation tritt. Da sehen wir direkt einen aktuellen Prozesswert und wir können mit dem Sensor arbeiten, ohne großartig zu parametrieren. Ja, vielen Dank. Das war's mit der Live-Demonstration. Hiermit übergebe ich nochmal an den Herrn Bürger. Vielen Dank. Ja, Sie haben gesehen in der Live-Demo, wie einfach es ist, die GSDML-Dateien mit den Subslots zu versehen, um die IO-Link-Geräte-Parameter dort mit zu integrieren. Abschließend möchte ich nochmal auf einer Folie zusammenfassen, was ist also zu tun. Sie können den Moneo Configa SA, also in der Standalone-Variante, erwerben. Oder falls Sie eine Moneo OS oder Moneo RTM Installation bereits haben, auch das Modul Moneo Configa und hinzu kommt dann jeweils noch das Add-on Moneo Configa PLC Tools, was den eben gezeichneten GSDML Generator beinhaltet. Wichtig ist natürlich auch, dass Sie die passende Hardware dazu haben und hier handelt es sich um die IFM IO-Link Master Serie AL1400. Was bedeutet das also am Ende für Sie? Wenn Sie diese Lizenzen erworben haben und unsere passende Hardware dazu, sind Sie sehr schnell und einfach an Ihrem Ziel und können mit dem modernen, intuitiven Tool Moneo Configa die Parametrierung vordefinieren, voreinstellen, dann die GSDML dementsprechend anpassen. Es ist keine weitere Dienstleistung notwendig und Sie kommen direkt zum Ziel und können die selbst erstellten Dateien auch sofort testen. Das heißt, Sie bekommen alles aus einer Hand und müssen auf keinen weiteren Anbieter da zugreifen. Dann bleibt mich nur noch mit zu bedanken fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie direkt in unseren E-Shop gehen, um die Produkte dort zu erwerben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.